wir haben uns dann entschlossen, auch diese Ausstellung zu fördern, weil es zum einen eine Möglichkeit ist, damit durch Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, sie ist ja deutschsprachig angelegt, auf das Thema nochmal aufmerksam zu machen und auch diesen historischen Wert des March of Hope, das, was da 2015 passiert ist, nochmal ins Zentrum zu stellen. Denn niemand hat damit gerechnet, dass das passieren kann. Und das ist was die Ausstellung sehr schön nochmal in Wert setzt, zu sagen, das war ein historisches Ereignis. Es ist gelungen, den Flüchtlingen und Migrantinnen die Festung Europa zu durchbrechen. Das hatte niemand auf dem Schirm. Niemand hat damit gerechnet. Und es ist wichtig und gut, dass es diese Ausstellung gibt, um das nochmal festzuhalten. Und was die Ausstellung kann im Unterschied zu einer Talkshow, ist vor allem auch, dass sie die Perspektive der Flüchtlinge und MigrantInnen selbst ins Zentrum stellt. Hier sind auch ein Interview mit unserem Partner aus Syrien ist hier zu sehen und viele, viele andere Inputs, die von Flüchtlingen und MigrantInnen eben selber kommen, die selber sprechen und selber hier erzählen, was sie da erlebt haben und was sie bewirkt haben. Und deswegen ist das eine sehr gute Gelegenheit, diesen March of Hope nochmal zu erinnern. Also mit Durchführung, Planung war richtig schon lange, monatelang. Ich habe das nicht allein gemacht. Dahinter stehen auch vier nette Menschen, Freunde. Wir fünf haben zusammen die Ausstellung auch auf die Beine gestellt. Natürlich auch mit geflüchteten Menschen, die selbst über die Balkanroute kamen, die uns mit Videos, Material unterstützt haben und die ganze Zeit auch Teil der Ausstellung waren. Also von meiner eigenen Geschichte tatsächlich wenig, weil da beschreiben wir die Balkanroute und ich war selbst auf der Balkanroute, aber ich kam nicht über die Balkanroute. Aber es sind tatsächlich auch Fotos zum Beispiel, teilweise von mir, Videos, die wir selbst aufgenommen haben, übersetzt und geschnitten. Hat auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun, weil, wie gesagt, ich bin auch selbst geflüchtet und zwar für mich zum Beispiel auch nicht einfach, als ich dort war und die Menschen einfach fotografiert haben und die Materialien nach Deutschland mitgenommen, um das hier zu thematisieren und was zu erreichen. Also, ja, sicher Hafen auf jeden Fall, dass die Leute nicht auf dem Mittelmeer ertrinken müssen. Es ärgert mich total gerade darüber, dass die Frage auch in Europa sich stellt, retten wir oder retten wir nicht. Es darf einfach nicht gestellt werden. Ja, wir wollen einfach so eine offene Gesellschaft leben, dass jede Person auch das Recht auf Flucht hat, weil die Leute, die aus ihren Ländern fliehen, haben tatsächlich auch viele Ursachen und sie sind nicht aus dem Länder geflogen, um ja, besseren Job zu haben oder bessere Arbeit oder eine große Wohnung zu finden.